Sachen sind weg. Mein Schmuck. Hilfe, hört denn niemand? Der 11. Einbruch in Serie. Und immer nach exakt dem gleichen Prinzip. Modus operandi. Wie bitte? So nennen wir das, wenn ein Verbrecher seine Tat stets nach dem gleichen Strickmuster ausführt. In der Regel schnappt man so einen ziemlich bald. Man kennt ihn ja sozusagen. Was sagt denn die Polizei dazu? Was meinen Sie, warum ich zu Ihnen komme, Herr Roth? Oh, schönen Dank. Setz dich drauf. Danke. Die Polizei, die hatte auch nur ihren Modus operandi, ihre Routine. Beamte, die bewegen sich darauf eingefahrenen Gleisen, reagieren statt zu agieren. Aber so ist dem schwarzen Mann nicht beizukommen. Wie heißt er? Wir nennen den Einbrecher so, weil er immer schwarz gekleidet ist, von Kopf bis Fuß. Und dass die Polizei dem nicht beikommt, hat sie hinlänglich bewiesen, trotz des Modus operandi. Wozu übrigens gehört, dass er ausschließlich Häuser unserer Kette heimsucht. Inter Dormare. Genau. Wie viele Hotels sind denn das, Herr Walden? 18 in Deutschland, 3 in Frankreich, 2 in Holland. Und haben Sie mal eine Liste mit den Hotels, wo der schwarze Mann schon gearbeitet hat und wo er noch aussteht, wenn ich mal so sagen darf? Selbstverständlich. Bitte sehr. Danke. In Berlin ist er wohl rum. In Hamburg war er schon. In Hannover auch. Düsseldorf, Köln. Zurzeit scheint er im Rhein-Ruhr-Gebiet zu operieren. Ah, Duisburg, ausgerechnet Duisburg. Wie meinst du das? Da haben Sie sogar 2 Hotels. Und da haben wir den Löffelhardt. Ich verstehe nicht ganz. Das können Sie auch nicht verstehen. Es ist so eine Art Nebenstelle von dem Betrieb hier. Ach so. Albert. Guter Bekommst. Berlin hat angerufen. Wir kommen hier. Er kommt her. Bruno Roth? Ja, wichtiger Fall. Das hat mir gar noch gefehlt. Abend. Hat er gesagt, ich soll ihn vom Flughafen abholen? Nee, hat er nicht. Kommt er allein? Nee. Mensch, Franzl, lass doch die Würmer nicht einzeln aus der Nase ziehen. Vielleicht wollen die wieder bei dir wohnen. Hat er das gesagt? Nicht direkt. Das ist der Telefondienst, lauter löschen deine Informationen. So gegen 7 wollen sie hier sein. Guten Abend, Löffelchen. Pünktlich wie die Mauer. Guten Abend, Ricarda. Bruno? Hallo? Ah, für mich? Schnellste Pilz meines Lebens. Ich habe auch genau 7 Minuten vor 7 mit dem Zapfen angefangen. Ach, was hättest du denn gemacht, wenn ich ein bisschen später gekommen wäre? Dann hätte ich es selber getrunken. Prost, Onkel Albert. Gehen wir nachher ein bisschen zu dir? Willst du wieder das Hotel sparen? Nee, ich will doch mal ein bisschen mit dir reden. In aller Ruhe. Wie viel sagst du, hat er erwartet? Na, Schmuck und Wertsachen für 3,5 Millionen. Und außerdem 140.000 Mark Bargeld in allen möglichen Währungen. Dass er da nicht aufhört? Tja, das ist ein Meisterdieb. Ein Artist, verstehst du? Ein Künstler. Der hört nicht gleich auf, bloß weil er genug hat. Immer mit derselben Methode? Wenn er seiner Masche treu bleibt, ist als nächstes hier. Duisburg dran. Fragt sich nur, welches Hotel? Palast oder Spezial? Wir gehören beide zur Inter Dormare. Wäre es dann nicht besser, ihr würdet euch in einem der Nobelschuppen einquartieren? Ja, alles zu seiner Zeit, Löffelchen. Ich bin müde wie ein junger Hund. Der Kerl hat noch nie daneben gegriffen? Das ist es ja. Der hat bis jetzt nur dort eingebrochen, wo wirklich was zu holen war. Mann, wir haben den falschen Beruf. Palast oder Spezial? Lass mich erst mal recherchieren, wo der dickste Fisch herumschwimmt. Hotel Palast, guten Tag. Ja, einen Moment, ich schaue nach. Nein,
hatten leider nichts für Sie in der Hand. Kommen Sie später noch mal. Ja, guten Tag, wiederhören. Tag, kann ich was für Sie tun? Direktor Stümpfli aus Zürich. Ja, der erwartet Sie in der Bar, gleich dort drüben rechts. Ich hoffe, da kann man sich ungestört unterhalten. Natürlich, jederzeit. Sagen Sie, woher wissen Sie eigentlich, dass Direktor Stümpfli aus Zürich mich erwartet? Sie haben mich doch nicht mal nach dem Namen gefragt. Etwa 1,90, proletarischer Typ, etwas zu fein gekleidet für seine Verhältnisse. Für seine Verhältnisse, hat er gesagt? Ja. Auf den bin ich gespannt, Sie. Bitte schön. Ja, seien Sie gegrüßt, Herr Direktor Stümpfli. Ja, grüß Sie, Herr Dr. Hofnagel. Wie siehst du denn aus? Ich bin wohlhabender Schweizer, denn ich bin wohlhabender Schweizer, was ich will. Zufrieden mit dem Hotel? Es ist ja nur für eine Nacht, oder? Das kommt drauf an. Dann nehmen Sie einen Drink? Gern. Was möchten Sie? Einen Whisky mit Eis ohne Wasser. Wollen wir uns hier unterhalten? Aber bitte keine Details. Nur eins hätte ich möglichst bald gewusst. War das Ihr Ernst, dass Sie die gesamte Summe in bar haben wollen? Welcome. In unserer Branche gibt es keine bargeldlose Zahlung, Herr Doktor. Ja, was denn, die ganzen 150... Die ganzen 150.000? Auch Teilzahlung gehört nicht zu unseren Geschäftspraktiken. Und wann? Meine Maschine nach Zürich geht morgen früh, um 9 von Düsseldorf. Liebe, ich bin gestohlen worden. All mein Schmuck ist weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte doch nach. Bitte, mein Geld, meine Brillantuhr. Alles weg. Nein, das ist meine Ringe, meine Leine. Bitte, meine Hackerin, es ist nichts passiert. Entschuldigung, wo? Wo ist nichts passiert? Die 150. Meine Dame, hier Parkplatz, Parkplatz. Kümmern Sie sich um meine Varianten. Ich habe kein Geld mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie ziehen schon auf den Hof? Warum? Haben Sie eben mein Auto wegfahren sehen? Bisher nicht. Gewissermaßen. Ich bin der Hoteldetektiv und jetzt bestimmt meine Stellung los. Ist alles halb so wild. Das nehmen wir auf uns. Wie bitte? Hier bittet die Geschäftsführung jeden Mitarbeiter der Hotelkette Interdormare, uns bei unserer Arbeit behilflich zu sein. Wenn hier also einer was verbockt hat, dann sind wir das, der Herr Löffelhardt und ich. Mein Gott, das ist ja... Vielen Dank, Herr Roth. Vielen Dank. Gern geschehen. Mensch, Schäfer, Horst Schäfer. Sind Sie ja der Hausbulle? Ja, schon seit 2 Jahren, aber nun wohl nicht mehr lange. Das sehen Sie zu schwarz. Darf ich mal? Ja, bitte. Das war nicht der schwarze Mann, das ist wohl klar. Der geht ganz anders vor.
Aber es könnte jemand gewesen sein, der weiß, dass der schwarze Mann hier sozusagen erwartet wird. Entweder der Kerl hat die Methode gewechselt oder jemand anderer betätigt sich als Trittbrettfahrer. Reg dich doch nicht so auf, Henry. Du bist gut. Ich soll mich nicht aufregen. Ein Stümper, der mich nachahmen will, ein Dilettant, denkt, er kann einbrechen. Und mir schickt man's in die Schuhe. Und was jetzt? 150 Millionen Bar, die sind nicht zu verachten. Anschließend machen wir Ferien. Bin ein bisschen überarbeitet. Wir bleiben trotzdem bei unserem Plan. Und der wäre? Er, der Herr Dr. Hufnagel, bringt ihm, dem Herrn Direktor Stümpfli, heute Abend, ein Köfferli mit 150.000 Mark auf sein Zimmer 528 im 5. Stock, also hierher. Ein weiter Weg bis unter den Hof, oder? Wenn euch der schwarze Mann wirklich im Visier hat, dann weiß er doch längst, dass ihr zwei ganz klägliche Schmierenkomödianten seid. Und außerdem wird er wohl kaum die Dreistigkeit haben, heute noch einmal hier einzubrechen. Er hat ja heute noch nicht hier eingebrochen. Wenn ich ihn richtig einschätze, wird er gerade heute hierher kommen. Ein Fanatiker. Fanatiker sind zu allem fähig. Ja, aber sonst zu nichts. Kann ich Ihnen im Moment nicht sagen? Nein, darüber bin ich nicht informiert. Nein, müssen Sie doch mal anrufen, ja? Gut, gut. Guten Tag, Eva. Guten Tag. Haben Sie reserviert? Mein Mann, ein Doppelzimmer mit Bad. Haben Sie irgendwelche besonderen Wünsche? Ich dachte, mein Mann hat es schon gesagt. 628. Er hat da früher schon gewohnt. Ah ja, darf ich fragen, wann das war? Ich bin der dienstälteste Portier und schon seit 13 Jahren im Haus. Ja, fragen Sie meinen Mann. Er kommt später nach. Sehr freundlich, Frau. Also 628. Ja, das wäre möglich. Also gut, dann 628. Wenn Sie sich bitte eintragen wollen. Ach, das hat sicher noch Zeit, bis mein Mann kommt. Danke. Welches Zimmer? 628. Direkt über meinem, 528. Glauben Sie wirklich, dass die Frau was damit zu tun hat? Ich verstehe nichts von Frauen. Wo bitte ist das Zimmer von Herrn Schäfer? Im Keller. Was, da wohnt er? Ja, er könnte sich bestimmt was Besseres leisten, aber besteht nun mal darauf. Gleich neben der Wäscherei. Ja. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Nur, dass 528 doch ziemlich hoch ist. Nein, das Zimmer nebenan ist belegt. Eine Operettensängerin aus Wien mit ungarischem Namen. Pilotei oder so ähnlich. Du, sag mal, Henry, was hältst du von der Algarve? Sonne, Meer und Felsen. Wer sagt denn, dass du trainieren sollst? Gut, gut, ich fange ja schon an. Küsschen. Sieht so aus, als hätte er angebissen. Angebissen? Der schwarze Mann? Ja, sicher, um den geht's denn die ganze Zeit. Ja, ja, sicher, sicher. Jetzt passen Sie auf, Chef, an.
Wir stellen ihm eine Falle. Zuerst verhandeln Bruno. Bruno? Herr Roth. Und ich auf Zimmer 528. Dann gehen wir runter in die Bar, um den Abschluss zu feiern. Wir wollen dem schwarzen Mann also Gelegenheit geben. Jetzt belehren Sie mich doch nicht dauernd. Glauben Sie, ich habe das nicht verstanden? Was ist meine Rolle dabei? Sie sind in meinem Zimmer, ohne dass es jemand weiß. Und Sie bleiben drin, wenn wir weggegangen sind, um den Kerl in Empfang zu nehmen. Oh, da werde ich ja wohl noch mal einen kleinen Erfolg haben. Kurz vor dem Ruhestand. Der Chef wird mir die Hand drücken und sagen, Sie sind ein Vorbild für Ihren Nachfolger. Wissen Sie, der Hoteldetektiv steht nämlich in der Hierarchie dieses Hauses knapp über dem Schuhputzer. Aber der Schuhputzer ist heute ja eine Maschine mit 6 rotierenden Bürsten und einem automatischen Schuhcremespucker. Na ja, wir essen alle nicht von goldenen Tellern. Ja? Einmal hat einer auf mich geschossen. Hierhin. Ja, Sie lachen. War ziemlich schmerzhaft. Da gab es eine lobende Anerkennung. Und 100 Mark extra. Einmal habe ich sogar die Frau von einem Gastronom gekriegt. In der Dienstzeit. Da gab es einen Tadel und eine Ermahnung. Die haben mich damals bloß nicht rausgeschmissen, weil sie keinen anderen gekriegt haben. Das waren noch Zeiten vor der Arbeitslosigkeit. Ja, die Welt ist beschissen. Ja, und sie will beschissen werden. Ja, sicher. Aber jetzt müssen wir erst mal den schwarzen Mann kriegen, ja? Hm. So allein? Wenn Sie sich zu mir setzen, bin ich nicht mehr so allein. Gerne. Drink. Ach, ein Sherry? Sherry, ja. Ja, ja, das passt zu Ihnen, Sherry. Ach so. Ja, ja. $528, bitte. Merci. Fahren Sie auch in den 5. Nein, 7. bitte. Gesagt, Liebe ist doch mehr als 4 nackte Beine im Bett. Ja, ja. Mehr als Beine sollten schon drin sein. Im Bett meine ich. Sie suchen Herrn Direktor Stümpf, nicht wahr? Herr Direktor Stümpf, der hat mich schon informiert. Meinen Sie, dass das die ganze Hotelhalle interessiert? Wo wollen Sie denn hin? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Tut mir leid, ich bin verabredet. Aber ich weiß sowieso, wie die Geschichte aufhört. Oh, ich bitte um Nachsicht. Und ich bitte um ein Telefonat mit Herrn Stümpfli. Ja, selbstverständlich. Bruno. Hallo. Der Typ, der heute früh an der Bar war, du weißt schon, der Milchtrinker. Ja. Na, der ist vorhin mit Löffelhart im Lift hochgefahren. Das kann Zufall sein. Wie ein Fassadenkletterer sah der nicht gerade aus. Direktor Stümpfli, hier ist ein Herr Dr. Hufnagel für Sie. Ja, Augenblick, ich gebe sofort weiter. Bitte. Hufnagel hier, ich grüße Sie, Herr Stümpfli. Ja, alles wie verabredet, die ganze Summe. Noch eine Frage zusätzlich, Herr Stümpfli. Vorhin ist ein Herr mit Ihnen im Fahrstuhl. Aha, ah, danke. Gut, ich bin in 2 Minuten bei Ihnen. Zimmer 528, danke. Der Typ ist in den 7. Stock gefahren. Mhm. Seit ich pensioniert hätte, wäre ich jetzt Oberinspektor. Polizei? Nee, Finanzamt. Beamter? Nee, das wäre nichts für mich. Immer Druck von oben.
Und Ihre Kunden? Machen die etwa keinen Druck? Das ist was anderes, den können wir besser ausweichen. Oh, dreh! Oh, der Dr. Hufnagel, kommen Sie herein. So, mindestens eine Stunde lang werden wir so tun, als ob. Geht's Ihnen ein bisschen kürzer? Ich hab Hunger. Nee. Das hat uns ja gerade noch gefehlt. Jetzt ist gestern im Hotel Spezial der Wechselberger abgestiegen. Wer ist denn das? Ein Playboy. Problemgast aller Hotels. Weil er sein Geld und seine Wertsachen nie im Safe deponiert. Hat er denn so viel? Und ob. Reicher Erbe, ohne Antrieb. Taugenichts und tunicht gut in einer Person. Roulette-Spieler. Ich höre. 18. Ja. Wenn der schwarze Mann was von Wechselberger erfährt. Stimmt. 20? Hab ich. Der nimmt nicht den Spatz vom Dach, wenn er die Taube vor der Nase hat. Was ist das? 22. Ist das hier einfach ein Spatz vom Dach? Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Ich bin hier mit Herrn Direktor Stümpfli verabredet. Aha. Musst du jetzt was vorher trinken? Nein, danke. Sagen Sie, kann man hier telefonieren? Ich meine, innerhalb des Hauses. Die Telefonnummer spricht die Zimmernummer. Danke. So, und nun passt mal schön auf. Diesen. Alles für den Papa. Als Karte müsste man können. Ja? Halt, Ricarda, sei bitte nicht so hastig. Ach nee. Und du bist sicher, dass es dieselben sind? Nee, wir kommen jetzt sowieso runter. Danke. Unten sitzen die zwei, die uns heute Morgen so interessiert zugehört haben. Die beiden jungen Männer? Genau. So. Geh mal. Vielleicht war es ein Fehler, die Polizei nicht einzuschalten. Für uns bestimmt nicht. Wir kassieren die Prämie nur, wenn wir den schwarzen Mann auch überführen. Ein sehr faires Geschäft, Herr Direktor Stümpfli. Na ja, für Sie ein bisschen fairer als für mich, würde ich sagen. Blöd, Mann. Keine Absicht ist. Darf ich mal, junge Frau? Hilfe! Mein Schmuck, mein ganzer Schmuck! Einbrecher, Diebe! Hilfe! 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 Was ist denn los? Ich bin bestohlen worden. Ich war nur eine Minute im Badezimmer. Eine Minute! Alles weg! Sogar mein Collier. Weg? Ja, da! Der Fahrstuhl ist stecken geblieben im vierten Stock, bitte. Das dauert, mein Freund. Der hasst es, wenn ich unpünktlich bin. Ja, der liebe Dame. Bitte tun Sie was. Ja, meine liebe Dame, wir tun ja doch alles. Hilfe! Helfen Sie bitte!
durch. Gerade sehr höflich. Hallo. Na, anscheinend haben wir beide das gleiche Problem, was? Man hat mich versetzt. Ja, das passiert mir leider öfter. Ah, wirklich? Mir sonst eigentlich nie. Haben Sie schon bestellt? Nein, noch nicht. Darf ich das übernehmen? Bitte. Ja. Herr Uhr. Guten Abend, Eduard. Ach, Liebling. Willst du mich der Dame nicht vorstellen? Bitte, nicht nötig. Bemühe dich nicht. Ich bin sowieso im Aufbruch. Schönen Abend noch. Ach, ja, du, wie schade. Keeper. Bitte? Champagner. Jawohl. Der hat uns sauber ausgetrickst, der Bursche. Erst sperrt er uns im Fahrstuhl ein, dann lotst er sie aus ihrem Zimmer. Und während Sie nebenan beschäftigt sind, seilt er sich in aller Ruhe ab, klettert hier rein, greift sich den Koffer und verschwindet da vorne durch die Tür. Genial. Vielleicht ist er auch wieder hochgeklettert. Also, wir haben festgestellt, dass Frau von Boldani zurzeit noch in Wien weilt. Wer ist denn das? Die Operettensängerin von nebenan. Und die Dame von Zimmer 628, aus dem das zweite Seil kam, die ist spurlos verschwunden. Wahrscheinlich dürfte das ein und dieselbe Person sein. Meinen Sie? Ja. Da muss ich aber. Na, was ist denn mit deinem Modus operandi? Ich weiß nur eins. Wenn wir in Amerika arbeiten würden, wären wir alle drei unsere Detektivlizenzen los. Quatsch, mach lieber mal einen vernünftigen Vorschlag. Was ist denn für ein Vorschlag? Wie wir den schwarzen Mann jetzt kriegen? Gibt's denn da zu lachen? Ich möchte lieber sein Gesicht sehen, wenn er den Koffer aufmacht. Dieses Bad ist doch immer noch das Beste danach. Na, dann wollen wir mal. Oder möchtest du? Nein, mach du nur. Nein. Was ist? Das zahle ich denen heim. Wer ist denn da? Ich bin's. Kommen Sie doch rein, Frau Meier. Da ist ein Herr, der möchte Sie sprechen. Kennen Sie den Herrn? Nicht persönlich. Er ist sozusagen ein potenzieller Kunde von mir. Er wartet im Gemeinschaftsraum. Sagen Sie, ich komme in 5 Minuten. Er hat mir die Hand geküsst. Das ist doch nichts Unanständiges. Bei dem da bin ich mir nicht so sicher. Ich komme sofort. Da stimmt doch was nicht. Was will denn der von dir? Das wird er mir vermutlich gleich sagen. Wechselberger? Ich habe mir den Meisterdieb ganz anders vorgestellt.
Bevor wir weiterreden, wie kommen Sie eigentlich auf mich? Eine reizende junge Dame hat mich darauf gebracht. Und die Dame gehört zu einem Detektivteam, das ausgezogen ist, den schwarzen Mann zu überführen. Das ist ihnen aber anscheinend gründlich missglückt. Ja. Es hat mich übrigens auf eine Idee gebracht. Ich bin nämlich gegen alle Risiken des Lebens hochversichert. Augenblick. Dass Sie mit dieser Frau zusammen waren, erklärt immer noch nicht... Ja, natürlich, entschuldigen Sie bitte. Aber Sie haben doch vor 2 Stunden das Hotel durch die Tiefgarage verlassen. Na und? Ihre Frau erwartete Sie in Ihrem Wagen. Sie trugen einen Diplomatenkoffer bei sich, Sie stiegen ein, Sie küssten Ihre Frau, fuhren dann ganz gemächlich davon. Aber 5 Meter entfernt stand mein Rolls-Royce, am Steuer ein gewisser Ottokar Hummel. Was? Ottokar ist seit 7 Jahren als Fahrer und Beschützer bei mir. So lange ist der inzwischen raus? Er hat Sie auf Anhieb erkannt, hat sich Ihre Wagennummer notiert. Und als er dann mit mir ins Hotel Spezial zurückgefahren ist, hat er mir einiges über Sie erzählt. Und da kam mir eine Idee. Und wie haben Sie mich hier aufgestöbert? Ganz einfach. Ich habe dem Taxifahrer 500 Mark in die Hand gedrückt und habe gesagt, er soll alle Hotels und Pensionen abklappern und nach Ihrem Wagen suchen. Er hat keine Viertelstunde gebraucht. Sie ziehen es ja offensichtlich vor, ganz in der Nähe des Tatorts zu wohnen. Ich glaube, die Leute, die behaupten, Sie sind ein Playboy, irren sich gründlich. Was haben Sie also vor? Ein Spiel. Genauer gesagt, ein Gewinnspiel. Alle spielen mit. Sie, ich, diese Detektive, alle. Ich könnte mich ihm als Leibwächter andienen. Blödsinn. Weil irgendwie muss doch an ihn ranzukommen sein. An wen? Wo kommst du denn her? Ein Wechselwerker. Tja, wenn es weiter nichts ist. Was ist los? Tja, ich habe gerade mit ihm Champagner getrunken. Mit wem? Ja, mit dem Wechselberger. Ja. Ja, bitte, die Tür ist auf. Herr Wechselberger? Dürfen wir uns erlauben? Ein Hotelmanager darf sich alles erlauben, solange der Service stimmt. Na, ich hoffe, er stimmt. Keine Beanstandung meinerseits. Verbindlichen Dank. Herr Wechselberger, darf ich Ihnen Herrn Roth vorstellen? Herr Roth? Herr Roth ist von der Leitung unserer Hotelkette beauftragt, die rätselhaften Hoteldiebstähle der letzten Monate aufzuklären. Ein Detektiv, also. Sehr interessant. Bitte, mein Herr, nehmen Sie doch Platz. Danke. Darf ich? Eine meiner Mitarbeiterinnen hatte ja schon Kontakt mit Ihnen. Ich möchte Sie lediglich bitten, Ihre Wertsachen einbruchsicher zu deponieren. Das hat man mir schon oft geraten. Wir haben nämlich Anlass zu glauben, dass der schwarze Mann hier in Duisburg ist. Ja, ich habe davon gehört. Also, werden Sie die Wertsachen sicher unterbringen? Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Nehmen Sie mich als Lockvogel. Aber sonst geht's Ihnen gut. Wieso? Was spricht dagegen? Die Raffinesse des schwarzen Mannes. Wir haben das schon einmal versucht. Naja, haben wir es nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Gut, Sie haben sich einmal blamiert, aber jetzt mal im Ernst. Was halten Sie davon? Ich gelte als leidenschaftlicher Roulette-Spieler. Heute Abend lasse ich mich zur Spielbank fahren. Meine Wertsachen, die bleiben hier. Jeder weiß, dass ich sehr lässig damit umgehe. Sie bewachen den Kram. Das Hotel wird gleichzeitig von Ihren Leuten observiert. Und der schwarze Mann, wenn er kommt, der sitzt hier in der Falle. Ihre Aufgabe ist es, ihn ganz einfach hier auf frischer Tat zu ertappen, klar? Das kommt mir ein bisschen zu einfach und zu klar vor. Wie ich höre, hat der schwarze Mann gestern im Hotel Palace eine Niete gezogen. Das wird ihn nicht ruhen lassen. Ich bin überzeugt, er wird es hier versuchen. Also ich sage euch, das funktioniert nie. Nie! Der ist ein Spieler, genau wie der Wechselberger. Gestern hat er verloren, jetzt verlangt er eine Revanche. Weil er mit einem Geldkoffer eine Niete gezogen hat. Stimmt's? Genau so hat der Wechselberger das auch gesagt. Was hat der Wechselberger gesagt? Dass der schwarze Mann eine Niete gezogen hat. Woher weiß er das? Was? Dass er eine Niete gezogen hat. Ja eben, woher weiß er das? Hast du es ihm erzählt? Oh, Quatsch!
Ich hab doch gar nicht gewusst, dass es der Wechselberger ist, als ich mit dem was getrunken habe. Also, wer weiß, dass dein Koffer voller wertlosem Zeitungspapier war? Wir, Schäfer, der Portier und, na, der Hoteldieb. Genau, Franz. Und jetzt weiß es auch der Wechselberger. Fragt sie nur woher. Na, der kann's doch nur von Schäfer haben. Wie soll denn Wechselberger und Schäfer zusammenkommen? Das passt doch gar nicht, die zwei. Also, der Portier ist verschwiegen. Irgendwann ist da faul dran. Du hast recht, Franz. Der Plan ist auch so glatt und so perfekt. Vielleicht ist dieser Wechselberger hochversichert. Ach, also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Vielleicht sind wir ja bald klüger. Ich gehe schon mal los. Otto? Ja. Otto, schenk uns schnell noch einen Drink ein. So viel Zeit muss sein. Herr Roth, Sie können sich selbstverständlich nachher selbst bedienen. Die Hausbar steht zu Ihrer Verfügung. Danke vielmals. Ja, wie Sie sehen, im Hoteltresor traue ich immer noch nicht. Das finde ich eben unvernünftig von Ihnen. Tja, dann wollen wir das Beste hoffen. Dass Sie heute Abend mehr gewinnen als verlieren. Darauf trinken wir. Gern. Na gut, zum Wohl. Zum Wohl. Otto, du kannst schon mal den Wagen vorfahren. Oh, das ist was Feines. Ein Augenblick. Bitte? Ihre Fliege ist schief. Darf ich mal? Ja. Danke. Na. Oh, Entschuldigung, mit einer Hand. Macht ja nichts, ich bring das schon in Ordnung. Bitte vielmals um Verzeihung. Ich hatte sie mir ganz anders vorgestellt. Ja. Daran ist wohl die Boulevardpresse schuld, was? Das ist gut. Darauf trinken wir ein. Auf Ihr Wohl. Ja, auf Ihr Wohl. Viel Glück. Das können wir wohl heute alle beide gebrauchen. Ja.
mir leid, mein Junge. Verflucht, ich denke. Tja, denken ist so eine Sache. Bruno. Hab ich das Ding in Klump gefahren? Nee, aber der schwarze Mann wäre dir entwischt, wenn ich meinen Wagen nicht geopfert hätte. Wagen nennst du diesen Schrotthaufen? Ja, jetzt ist er Schrott. Was war denn nun mit diesem Wechselberger? Er ist festgenommen worden, in der Spielbank. In einem ohnmachtsähnlichen Tiefschlaf, hervorgerufen durch Drogen. Versuchter Versicherungsbetrug. So ist es. Also, dass sich der schwarze Mann überhaupt darauf eingelassen hat? Blieb ihm noch gar nichts anderes übrig. Wechselberger hat ihn in der Hand. Mir tut der schwarze Mann leid. Wahrscheinlich sitzt er jetzt jahrelang im Gefängnis. Tja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.